Herr Hodeige, waren Sie vor diesem Presseball nervöser als sonst? Ja, deutlich. Wir haben was Neues ausprobiert. Wir wussten nicht so richtig, wie das funktionieren wird. Gestern haben wir hier Schlangenproben veranstaltet. Also wir haben uns alle in langen Reihen angestellt und geguckt, wie das klappt. Aber es ist Bombe gelaufen bisher. Also Sie spielen gerade darauf an, das neue Küchenkonzept. Die Leute werden jetzt nicht mehr an den Tischen bedient, sondern holen ihr Essen selber am Buffet. Wie waren denn die Reaktionen bisher? Also ich habe nur Positives gehört. Normalerweise, wenn die Leute was zu meckern haben, kommen sie ja auch immer ziemlich schnell. Aber bisher habe ich also noch keine Kritik vernommen. Ich muss auch sagen, ich war an allen Ständen und mal waren es ein bisschen mehr, aber bei den meisten ging es. Und was ich eher wahrgenommen habe, dass die Menschen das sehr positiv empfunden haben. Man hat mehr reden können, man hat Leute getroffen, die man sonst vielleicht nicht trifft. Und das Essensangebot ist einfach von der Breite was Neues und was anderes und es freut mich. Wie ist diese Idee denn geboren? Also nachdem sich Roland Burcher und das Colombi Hotel ja zurückgezogen hat, wussten wir nicht so richtig, was wir jetzt machen sollen. Hätten wir einen anderen Caterer präsentiert, hätten alle den ganzen Abend den neuen Caterer mit dem Colombi verglichen. Das wollten wir nicht. Also haben wir gesagt, müssen wir was Neues bieten. Ich selber bin begeisterter Plaza Culinaria Anhänger und dachte, sowas Ähnliches müssen wir hier auch probieren. Und ich kenne jetzt alle, die hier sind, die vier Gastronomen und die zwei Metzger. Und wir haben gesagt, wir müssen einfach ein vielfältiges, anderes, neuartiges Angebot bieten. Und das ist uns, glaube ich, auch gelungen. Es gibt noch weitere Veränderungen, neuer Moderator, neue Big Band. Wie sind Sie damit zufrieden? Sehr, sehr. Also ich habe den Vorgänger sehr gemocht. Aber nachdem ja die Leute gesagt haben, jetzt kommt das Lied und dann kommt das und dann kommt dieses und eine halbe Stunde wird er jenes spielen, haben wir gesagt, jetzt müssen wir mal was anderes machen. Ich finde, Danny Felber macht das großartig. Und der neue Moderator gefällt mir auch ganz gut. Und wir müssen ja irgendwann immer wieder was Neues bieten. Und Matthias Deutschmann spitzenmäßig. Die BZ-DJs treten jetzt zum zweiten Mal auf. Wann sehen wir Sie denn mal hinterm Mischpult? Ja, vielleicht nächstes Jahr. Also wir haben auf alle Fälle intensive Gespräche im Vorfeld geführt. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, wie das gefruchtet hat. Ich war begeistert von der Atmosphäre und von dem Drive und von dem Engagement letztes Jahr. Musikalisch gab es sicher einiges zu verbessern. Das haben wir jetzt gemacht. Und klar, irgendwann hoffe ich auch ein bisschen auflegen zu können. Ich habe gehört, Sie haben die BZ-Redakteure animiert, ruhig ein bisschen mehr Mut bei der Mode an den Tag zu legen. Ist das richtig? ja, ich animiere alle eigentlich, überhaupt ein bisschen mehr Mut in allem an den Tag zu legen. Ich glaube, wir können uns das erlauben und das ist so ein tolles Ereignis, einmal im Jahr. Und das ist auch der Moment, wo wir als Badische Zeitung mit 1600 Leuten ins Gespräch kommen. Da müssen wir auch ein bisschen was bieten.